Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Willkommen, liebe Gemeinde, zu diesem Gottesdienst. Es freut mich sehr, diesen Gottesdienst zusammen mit den KOE-Schülerinnen und Schülern der 8. Klasse zu gestalten. Sie hatten gestern Unterricht bei Susanna Germann und schauten sich die Themen Grenzen, Gebote, Grenzüberschreitungen an, und wir werden dann noch einen Beitrag von Ihnen hören und, wie gesagt, Sie helfen mir, den Gottesdienst zu gestalten. Ich begrüße auch alle Gäste hier und auch alle, die beim Livestream oder in der Aufzeichnung zuschauen. Die Tageslosung steht in Jeremia Kapitel 10, Vers 6. Dir, Herr, ist niemand gleich. Du bist groß und dein Name ist groß, wie du es mit der Tat beweist. Zu Beginn beten wir zusammen und Schüler und Schülerinnen aus der 8. Klasse werden uns dazu anleiten. Wir werden gerade zum Anfang beten und dazu bitten wir euch, wenn es möglich ist, aufzustehen. Ja, lieber Gott, wir werden dich bitten, dass wir heute einen guten Gottesdienst haben können und dass du jetzt unsere Sorgen lässt vergessen, dass wir auf dich und dein Wort konzentrieren können. Wir bitten dich, dass du unseren Gottesdienst segnest und dass du uns durch den ganzen Tag begleiten. Amen. Vielen Dank. Wir singen zusammen das Lied im Gesangbuch unter der Nummer 557. Allmorgen ist ganz frisch und neu. Die Strophen 1 bis 3, das Lied 557, die Strophen 1 bis 3. Wir lesen zusammen die 10 Gebote im Wechsel. Ihr findet sie unter der Nummer 781 im Gesangbuch. Die Nummer 781, die 10 Gebote. Ich lese die Präambel, dann werde ich zusammen mit den Schülerinnen und Schülern der KOW 8
die ungeraden Gebote vorlesen und dann im Wechsel werdet ihr als Gemeinde die geraden Gebote vorlesen. Die 10 Gebote. Ich bin dein Gott, der dich aus dem Lande Ägypten, aus dem Sklavenhause herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst den Namen des Gottes nicht missbrauchen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Die 10 Gebote könnt ihr im ganzen Text nachlesen im 2. Buch Mose Kapitel 20. Nun singen wir das Lied unter der Nummer 579, Strophen 1 bis 3 und Strophe 5. Danke für diesen guten Morgen. Lied 579, Strophen 1 bis 3 und 5. Wir hören nun die Schriftlesung. Ich lese aus Jeremia 31, Vers 31 bis 34. So spricht der Herr: Es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz, es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann den anderen noch belehren. Keiner braucht seinen Bruder mehr zu sagen: Erkenne doch den Herrn. Denn alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Mein Wort gilt. Vielen Dank. Jetzt singen wir das Lied unter der Nummer 864, Strophen 1, 3 und 5.
Wenn Israel was in Egypts Land, als Israel im Land Ägyptens war. Lied 864, Strophen 1, 3 und 5. Wir hören jetzt einen Beitrag der Schülerinnen und Schüler der KW 8. Wir haben gestern viel gemacht. Aber es hat sogar Platz gehabt, um Beat Feuth sein letztes Rennen zu gucken. Das eigentliche Thema war nicht Beat Feuth, sondern die Grenzen. Zuerst haben wir uns überlegt, wo wir an die Grenzen kommen und was das für Gefühle in uns auslöst. Oh Gott, setzt Grenzen. So haben wir Videos angeschaut, wo die 10 Gebote beschrieben werden. Und wir haben gesehen, wie sie noch heute in unseren Alltag hineinreden. Wir haben auch gesehen, wie Grenzen verletzt werden, wie wir Menschen auf zwei Arten reagieren. Entweder gehen wir in die Flucht oder steigen in den Kampf. Und diese zwei Wege werden wir jetzt euch vorstellen. Wir zeigen euch den Weg vor Flucht. Wir haben 4 Begriffe notiert zum Thema Flucht und erklären jetzt ihre Bedeutung. Die 4 Begriffe sind Unterwerfung, Kapitulation, Rückzug und Ohnmacht. Unterwerfung. Sorry. Sich unterwerfen bedeutet, sich jemandem höherem zu ergeben oder eine Zwangsherrschaft zu akzeptieren. Als Beispiel dafür. Entschuldigung. Der Chef gibt dir einen Aufwand. Also nochmal von vorne. Wir probieren es nochmal. Wir zeigen euch den Weg vor Flucht. Wir haben 4 Begriffe notiert zum Thema Flucht und erklären jetzt ihre Bedeutung. Die 4 Begriffe sind Unterwerfung, Ohnmacht, Rückzug und Kapitulation. Unterwerfung. Sich unterwerfen bedeutet, sich jemand höherem zu ergeben oder eine Zwangsherrschaft zu akzeptieren. Ein Beispiel dafür ist, dein Chef gibt dir eine Aufgabe, die du nicht machen willst, aber du machst es gleich, ohne zu widersprechen. Kapitulation. Kapitulation bedeutet, sich zu ergeben
oder anders gesehen, aufzugeben. Im Alltag erlebt man das zum Beispiel bei einer Matheaufgabe. Entweder lösen sie oder man kapituliert. Rückzug. Viele denken über Flucht an das Wort Rückzug. Jedoch ist es nicht ganz das Gleiche. Zum Beispiel in einer Schlacht gibt es manchmal einen taktischen Rückzug. Oder im Alltag ein Durchschletzen. Ohnmacht. Mit Ohnmacht ist gemeint, bei einer Flucht, wenn man überfordert mit der Situation ist, sei es bei einer Schlägerei oder sonst etwas. Man steht hilflos da, wie in Ohnmacht. Wir sagen euch jetzt etwas über den Weg vom Kampf. Es gibt zwei Arten vom Kampf. Der Verbal- oder Physisch-Kampf. Im verbalen Kampf schadet man anderen mit eigenen Worten. Zum Beispiel, du bist wohl nicht ganz normal im Kopf. Oder, habt Schnurren, ich mache, was ich will. Das tut Personen mental verletzen. Und das Schlimme daran ist, dass man das meistens nicht sieht. Und das kann nachher durch das sehr schlimme Folgen haben. Dann gibt es noch den physischen Kampf. Da tust du Leute effektiv am Körper verletzen. Unter anderem mit folgender Situation. An einem Kind wird etwas genommen und es schlägt einfach rein. Das heisst, dass auch der physische Kampf schlimme Folgen haben kann. Das heisst, Kampf allgemein ist nicht eine gute Option und es endet meistens in einer Gewaltspirale, wo beide nicht aufhören wie reinzuschlagen, bis jemand eingreift. Wir stellen euch jetzt noch einen dritten Weg vor. Das ist der Weg, den Jesus uns gezeigt hat. Der dritte Weg ist eine gewaltfreie Lösung für Konflikte. Ein Beispiel wäre das Gespräch suchen und kreativ sein. Zudem lesen wir euch sinngemäß aus der Bergpredigt. Lasst euch nicht täuschen von dem, was euch die Mächtigen der Welt aufschwatzen wollen. Ich, Jesus von Nazareth, hatte gepredigt, man sollte sich dem Bösen nicht entgegenstellen, sondern es als Gott gegeben hinnehmen. Das haben sich die Mächtigen in der Kirche und Staat so ausgemalt, um ihre Untergebenen im Zaum zu halten. Was ich gesagt habe, ist etwas ganz anderes, dem Bösen. Denjenigen, die euch Böses wollen und euch Böses antun, sollt ihr nicht mit gleichen Mitteln begegnen. Keine Gegenwart. Damit dreht sich die Gewaltspirale weiter. Im Gegenteil, vergeltet Böses im Guten. Ihr sollt euch auch nicht etwas gefallen lassen. Nein, wehrt euch ideenreich, mit Respekt vor euren Gegnerinnen und Gegnern. Liebt eure Feinde, sie sind wie ihr, von Gott geschaffen und geliebt. Auch sie können sich verändern. Gegengewalt oder Flucht, das sind die beiden Möglichkeiten, die ihr kennt, um Gewalt zu begegnen. Aber ihr könnt einen dritten Weg erlernen, wie ich ihn euch vorgelebt habe. Den gewaltfreien, kreativen Widerstand. Ich habe euch drei Beispiele gegeben. Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, halte ihm auch die andere Backe hin. Wenn dich jemand vor Gericht bringt, um dein Hemd zu bekommen, gib ihm auch deinen Mantel. Wenn dich jemand zur Zwangsarbeit für eine Meile Weg nötigt, gehe mit ihm 2 Meilen. Ich weiß, dass dieser Weg gefährlich werden kann. Ich habe ihn selbst erlebt. Aber das ist der einzige Weg zum Frieden. Wenn ihr nicht weiter wisst auf dem Weg des Friedens, bittet Gott um Weisheit und Ideen. Kurz, entlarvt das Böse auf humorvolle Weise. Achtet eure Gegnerinnen und Gegner als Kinder Gottes, so schwierig das auch scheinen mag. Und behaltet die Achtung vor euch selbst.
Vielen Dank an die Schülerinnen und Schüler der KW 8. Es war sehr inspirierend, von diesem dritten Weg zu hören, wie man mit Grenzüberschreitungen umgehen kann. Und als vorhin die beiden Schüler lachen mussten, das hat mich an meine KW-Zeit erinnert. Ich kenne das allzu gut, wenn man nicht lachen darf, dann ist es viel schlimmer und ich war oft, musste ich hinter die Tür. Also das kenne ich sehr gut. Ja, ich habe als Predigtext die 10 Gebote und ich denke, kaum ein anderes Dokument in der Geschichte der Menschheit hat die Welt so geprägt wie diese 10 Gebote. Ich behaupte sogar, dass die 10 Gebote die Grundlagen sind für Menschenrechte und dass wir in Freiheit miteinander leben können. Stellt euch mal eine Welt vor, in der es weder Mord noch Diebstahl gibt. In einer solchen Welt bräuchte man keine Armeen, keine Polizei, keine Waffen. Männer, Frauen und Kinder könnten zu jeder Tages- und Nachtzeit überall hingehen, ohne Angst zu haben, getötet oder ausgeraubt zu werden. Oder stellt euch eine Welt vor, in der niemand das begehrt, was seinem Nächsten gehört. Eine Welt, in der Kinder ihre Mutter und ihren Vater ehren und die Familie gedeiht. Eine Welt, in der die Menschen das Gebot befolgen, nicht zu lügen und man so einander vertrauen kann. Ja, man könnte sagen, die 10 Gebote sind das Rezept für eine gute Welt, für eine gelingende Gesellschaft. Jetzt könnte man sagen, ja gut, auf diese Verhaltensregeln kann man ja auch selber kommen. Dafür braucht es doch keine Bibel, die uns das vorschreibt. Aber so einfach ist das nicht. Gesetze, die von Menschen stammen, können je nach Kultur, Zeitepoche und Meinungen sehr stark variieren. Für uns heute ist alle klar, dass es nicht gut ist, jemanden zu töten. Doch wir müssen gar nicht so weit zurückschauen in der Geschichte, als es zum Beispiel in Deutschland erlaubt war, Juden dem Tod auszuliefern. Als die Hauptverantwortlichen der Nazi-Verbrechen nach dem Zweiten Weltkrieg vor Gericht angeklagt wurden, sagten sie, dass sie ja nur das damals geltende Gesetz in ihrem Land befolgt haben und somit gar nichts falsch gemacht haben. Das stellte die Ankläger vor große Schwierigkeiten. Denn wenn grundlegende Verfassungsrechte nur ein menschliches Konstrukt wären, auf welcher Grundlage könnte man dann solche Kriegsverbrechen verurteilen? Es muss also ein Gesetz geben, das höher ist als die Gesetze, die wir Menschen selbst uns geben. Denn diese sind menschlich und darum manipulierbar. Gesetze, die von Menschen gegeben und geschrieben wurden, können von Menschen auch wieder genommen und verändert werden. Aber wenn das stimmt, was die Bibel behauptet, nämlich dass die 10 Gebote weder von Mose noch von sonst irgendeinem Menschen stammen, sondern von Gott selbst, dann gelten sie für alle Menschen zu allen Zeiten. Wer ist aber dieser Gott, der hinter diesen 10 Geboten steht? Noch vor dem ersten Gebot lesen wir die Einleitung. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus dem Land Ägypten befreit, aus dem Leben in der Sklaverei. Zuallererst kommt also kein Gebot, sondern eine Erinnerung daran, wer dieser Gott eigentlich ist, der diese 10 Gebote gibt. Er ist der Gott, der ein versklavtes Volk in die Freiheit führt. Gott hätte ja auch sagen können, ich bin der Herr, dein Gott, der das Universum erschaffen hat. Das wäre ja auch erwähnenswert. Doch ihm ist die Freiheit der Menschen so wichtig, dass er sich als derjenige vorstellt, der ein versklavtes Volk in die Freiheit führt.
Zum einen sagt uns das, dass dieser Gott der 10 Gebote keine distanzierte, unpersönliche Kraft ist, sondern ein Gott, der sich um uns Menschen kümmert. Er wendet sich gerade den Schwachen und Unterdrückten zu und Ungerechtigkeiten lassen ihn nicht kalt. Zum anderen zeigt es uns Gottes Absicht mit den Geboten. Ihm geht es um unsere Freiheit. Gott ist kein Diktator, der uns knechten will. Nein, er will, dass wir in Freiheit miteinander leben können. Ja, jetzt könnte man sagen, sind denn die 10 Gebote nicht das Gegenteil von Freiheit? Die schränken uns doch ein. Doch Freiheit ist viel mehr, als dass wir einfach machen können, was wir wollen. Stellt euch schon nun mal den Straßenverkehr vor, wenn sich niemand an die Regeln hält und jeder einfach macht, was er will. Das gäbe schnell ein riesiges Chaos. Also, um in wahrer Freiheit miteinander zu leben, braucht es Gesetze, Verhaltensregeln oder eben Gebote. Das ist sozusagen das Paradoxon der Freiheit. Die 10 Gebote wollen uns nicht einschränken, sondern im Gegenteil freisetzen. Natürlich können Gesetze auch einschränken, schnell mal zu viel werden oder auch unnötig sein. Doch das Geniale an den 10 Geboten ist ja, dass es nur 10 sind. Schauen wir uns nun 3 davon etwas genauer an. Das erste Gebot lautet: Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Ja, wer oder was sind diese anderen Götter? Wenn ihr zum Beispiel mal in Indien wart oder schon nur mal im Haus der Religionen in Bern, dann habt ihr beim hinduistischen Tempel sicher gesehen, wie viele Götter es gibt in fernöstlichen Religionen. Das erscheint uns Schweizern häufig etwas fremd. Wir glauben ja eh nicht an diese Götter. Ja, viele glauben heute an gar keinen Gott mehr. Aber ich denke, die Bibel meint mit diesen anderen Göttern noch etwas anderes. Nämlich, dass alles zu einem Gott gemacht werden kann. Das, was das Wichtigste in unserem Leben ist, das ist unser Gott. Ja, das kann zum Beispiel Geld sein. Wenn wir all unsere Zeit, Energie und Sorgen, also unser ganzes Leben, nur dem Geld widmen. Ja, Geld ist nichts Schlechtes. Geld ist einfach Geld, nicht mehr und nicht weniger. Aber wenn das Geld zu Gott gemacht wird, dann fangen wir Menschen an, schlechte Entscheidungen zu treffen. Mit anderen Göttern könnte aber auch gemeint sein, wenn sich ein Mensch, wie zum Beispiel ein Diktator oder eine politische Partei, an die Stelle Gottes setzt und auf jeden Bereich unseres Lebens Einfluss nehmen will. Davor warnt uns das erste Gebot und erinnert uns daran, nur Gott allein ist Gott. Nur er ist es würdig, dass wir ihm unser Wertvollstes, unser Herz, unser Leben und unsere Anbetung geben. Und dieses erste Gebot ist das Wichtigste, denn wenn Gott an erster Stelle kommt, fallen alle anderen Dinge an ihren richtigen Platz. Das zweite Gebot lautet: Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Wir sollen uns kein Bild von Gott machen, da Gott geheimnisvoll ist und niemals mit menschlichen Bildern dargestellt werden könnte. Er entzieht sich all unseren Vorstellungen und übertrifft all unsere Erwartungen. Ich persönlich glaube, dieses Gebot hat aber auch noch einen anderen Grund. Weil im ersten Kapitel der Bibel steht bei der Erschaffung der Menschen: Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde,
Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Wir sollen kein Bild von Gott machen, da Gott schon längst ein Bild von sich gemacht hat, nämlich die Menschen. Jeder Mensch, egal ob jung oder alt, Mann oder Frau, arm oder reich, schwarz oder weiß, ist ein Ebenbild Gottes und trägt somit eine unantastbare Würde in sich, die ihm niemand wegnehmen kann. Dieser bedingungslose Wert eines jeden Menschen ist die Grundlage für alle Menschenrechte. Leider werden die Menschenrechte und die Würde von Menschen immer wieder verletzt und unzählige Menschen werden Opfer von Ungerechtigkeiten. Aber alle Menschen sind selber nicht nur Opfer, sondern auch Täter. Wir alle übertreten Gottes Gebote und sind somit Teil des Problems. Wir können nicht sagen, die anderen sind die Bösen. Das Problem des Bösen liegt im Herzen eines jeden Menschen. Die Bibel nennt dieses Problem Sünde. Die Sünde entfremdet uns von unserem Schöpfer und untereinander und somit leben wir nicht so, wie es unserem eigentlichen Wesen als Ebenbilder Gottes entspricht. Nur ein perfektes Ebenbild Gottes würde ohne Sünde leben. Von Jesus Christus lesen wir dann im Neuen Testament, dass er das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Als Mensch lebte er ohne Sünde und nahm unsere Übertretungen und Sünden auf sich, um uns im Gegenzug seine Gerechtigkeit zu schenken. Durch Jesus Christus vergibt uns Gott unsere Sünden ohne unser Verdienst. Ja, und was machen wir nun mit den Geboten? Was spielen die für eine Rolle für uns heute? Wenn wir Menschen von Gottes Geboten hören, dann gibt es verschiedene Wege, wie wir mit ihnen umgehen. Wir haben vorhin von den Schülern und Schülerinnen im Zusammenhang mit Grenzüberschreitungen von Flucht, Kampf und dem sogenannten dritten Weg gehört. Ich nehme da diesen Gedanken ein wenig auf. Wenn wir von Gottes Gebote hören, dann entweder fliehen wir von allen Geboten und wollen ganz autonom sein. Das ist der sogenannte moralische Relativismus. Wir lassen uns nichts vorschreiben, leben so, wie es uns gerade passt und versuchen so, unsere Freiheit zu finden. Ganz autonom. Das Wort autonom kommt vom griechischen Auto, was selbst bedeutet, und Nomos, was Gesetz bedeutet. Wer autonom ist, ist also nicht ohne Gesetze, sondern gibt sich selber sein eigenes Gesetz. Und nicht selten sind die Gesetze, die wir uns selber geben, viel weniger barmherzig als die Gesetze Gottes. Ein anderer Weg ist, dass wir krampfhaft versuchen, alles möglichst richtig und ja kein Fehler zu machen. Und wenn dann jemand einen Fehler macht, dann fühlen wir uns moralisch überlegen, schauen auf die Person herab und sind schnell im Verurteilen. Oder wenn wir selbst scheitern, fühlen wir uns sehr schlecht. Das ist der Weg der sogenannten Gesetzlichkeit. Wir versuchen, aus eigener Kraft gut zu sein und kämpfen für eigene Gerechtigkeit. Doch beide Wege, der Weg der Flucht, des moralischen Relativismus und der Weg des Kampfes, der Gesetzlichkeit, der Selbstgerechtigkeit, führen uns nicht zum Ziel. Gott sei Dank gibt es da eben diesen dritten Weg, der Jesus uns gezeigt hat. In ihm finden wir die bedingungslose Vaterliebe Gottes und die verändert alles. Wenn wir von Gott geliebt und angenommen sind, dann müssen wir nicht aus eigener Kraft versuchen, jemand zu sein, der wir nicht sind. Wir müssen anderen und uns selbst
nichts vormachen und schon gar nicht Gott, das können wir sowieso nicht. Gottes Vergebung entwaffnet und befreit uns. Und zum anderen können wir dann erkennen, dass Gott als unser Schöpfer und Vater es gut mit uns meint. Er kennt uns besser als wir uns selbst und weiß darum, was gut für uns ist. Seine Gebote sind dann nicht mehr ein einengender Zaun, sondern ein Wegweiser, der uns den Weg zum guten Leben weist und uns die Orientierung schenkt, nach der wir suchen. Gott ist kein Spielverderber, der uns nichts gönnt, sondern er will uns das Leben in Fülle schenken. Darum heißt es auch nicht in den 10 Geboten, du darfst nicht, sondern du sollst nicht. Ja, und noch genauer heißt es im hebräischen Urtext, du wirst nicht andere Götter haben. Die 10 Gebote sind also nicht eine niederdrückende Moralkeule, sondern eine Verheißung. Wenn der Gott, der alles Leben erschuf, unser Herr ist, dann werden wir in seinen Weisungen leben. Und diese Weisungen ermöglichen es, dass wir in Freiheit miteinander leben können. Schauen wir uns zum Schluss noch das 4. Gebot an. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heilig haltest. 6 Tage sollen wir Menschen arbeiten, aber am 7. Tag sollen wir ruhen. Ich denke, dass gerade dieses Gebot für uns heute und für unseren Alltag speziell aktuell ist. Die Schöpfung hat einen Rhythmus. Die Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, geben uns einen Rhythmus vor. Tag und Nacht, es wird immer wieder Morgen und Abend, dunkel und hell. Alles in der Natur hat einen Rhythmus. Der technische Fortschritt hat uns viel Gutes gebracht. Natürlich bin ich dankbar für die Wissenschaft und Innovationen und dass wir Energie und Strom haben. Doch gerade da in unserer modernen Zeit ist die Gefahr, dass wir den Rhythmus der Schöpfung nicht mehr wahrnehmen. Wir können die Nacht zum Tag machen und den Tag zur Nacht. Ja, manchmal meinen wir sogar, wir können mit unserem wissenschaftlichen Fortschritt alles bestimmen und steuern. Doch das geht auf lange Sicht nicht gut, denn letztlich sind wir selbst keine Maschinen, sondern auch Natur und Teil der Schöpfung, lebendige Menschen aus Leib und Seele. Auch uns tut es gut, in den Rhythmus von Gottes Schöpfung mit einzustimmen. Ja, wenn selbst Gott bei der Erschaffung der Welt am 7. Tag geruht hat, dann brauchen wir das auch. Gerade in unserer Leistungsgesellschaft, wo alles auf endloses Wachstum, Schnelligkeit und Schnelllebigkeit ausgerichtet ist, ist es wichtiger denn je, sich unterbrechen zu lassen, innezuhalten und sich auf das Wesentliche auszurichten. Einen Tag in der Woche auszuruhen, uns Zeit zu nehmen, um auf Gottes Wort zu hören und mit unseren Liebsten ungeteilt Zeit zu verbringen, ist nicht nur gut für unsere Gesundheit und Beziehungen, sondern lässt uns auch gestärkt wieder in den Arbeitsalltag zurückkehren. Wusstet ihr, dass die Anführer der Französischen Revolution so religionsfeindlich eingestellt waren, dass sie die 7-Tage-Woche abschaffen und eine 10-Tage-Woche einführen wollten? Das würde bedeuten, 9 Tage arbeiten und nur jeden 10. Tag hätte man dann frei. Zum Glück hat sich das nicht durchgesetzt. Denn ich glaube ganz fest, dass der Rhythmus der 7 Tage tief in unserer Natur drin ist. Die 7-Tage-Woche erinnert uns immer wieder daran, dass wir keine willkürlich manipulierbaren Maschinen sind, sondern Geschöpfe, die für mehr im Leben geschaffen wurden,
als einfach zu funktionieren. Dieser Ruhetag ist ein Bekenntnis dafür, dass wir nicht Sklaven des ständigen Leistungsdrucks sind, sondern dass da jemand ganz anderes unseren Rhythmus bestimmt und unsere Zeit in seinen Händen hält. Und da wir Menschen so schnell vergessen, erinnert uns ein Ruhetag in der Woche daran, dass wir einen Schöpfer haben, dem wir unser Leben verdanken und der das eigentliche Ziel unseres Lebens ist. Amen. Wir hören nun die Fürbitten von den Schülerinnen und Schülern. Wir will beten und wer kann bitten, wir aufzustehen. Lieber Gott im Himmel, wir bitten dich, hilf uns, den Weg vom Kampf und Gewalt abzulehnen, der nichts als Hass, Wut und Leid mit sich bringt. Wir bitten dich, lass uns hergucken, wo Unrecht passiert. Kinder nicht können Kind sein, wo alte Leute vergessen werden. Gott, wir bitten dich, lass uns den Weg, so dass wir den Weg von richtig gehen. Mit deiner Hilfe, Gott, will wir uns für eine friedliche Welt einsetzen. Amen. Wir singen nun das Lied im Gesangbuch unter der Nummer 843, Strophen 1 bis 3. Vertraut den neuen Wegen, Lied 843, 1 bis 3. Thank you.
Ich komme zu den Mitteilungen. Nächsten Sonntag findet hier in der Kirche um 10 Uhr wieder Gottesdienst statt mit meiner Pfarrkollegin Madeleine Koch. Am übernächsten Sonntag ist Kirchensonntag und da treffen wir uns im Kirchgemeindehaus und nicht hier in der Kirche zu einem Zmorgen. Es hat dort eine Liste, wo man sich anmelden kann. Und passend als Anschluss an die Predigt heute wird Claudia Kündig mit uns das dritte Gebot anschauen. Die Kollekte ist bestimmt für The Gideons International Gruppe Frutigen. Die Gideons kennt ihr sicher von den Bibeln, die es in den Hotelzimmern und Spitälern hat. Zu den Gideons eine kurze Anekdote von mir. Ich studierte Theologie an der Uni Bern und immer in der ersten Woche eines neuen Semesters wurde uns auf dem Weg zu den Vorlesungssälen verschiedene Sachen verteilt. Die meisten waren Flyer, waren Einladungen zu Studentenpartys oder dann Werbematerial, um sich einer politischen Gruppierung anzuschließen. Und da haben wir also da so zwei Wege, die man im Leben gehen kann, den Weg des Party-Lifestyles oder den Weg des aktivistischen Idealismus. Aber auch da gab es einen dritten Weg. Denn da waren immer auch die Gideons, welche treu die kleinen Bibeln verteilten an die Studenten. Und ich fand das immer so bezeichnend, so die Party-Einladungen, die politischen Propaganda und da eben auch die Gideons, die den Studenten diese Bibeln verteilten. Und ich kann auch euch also die Kollekte wärmstens empfehlen. Vielen herzlichen Dank für all eure Gaben. Und nun danke ich herzlich allen, die an diesem Gottesdienst mitwirkten. Natürlich den KW-Schülerinnen und Schülern der 8. Klasse, Susanna Germann, der Katechetin, Albert Schranz für den Sigristendienst, Margret Gutknecht an der Orgel, die spontan auch eingesprungen ist, und David Germann am Livestream. Jetzt singen wir zum Schluss zusammen das Lied 346, Strophen 1 und 3, Bewahre uns Gott. Lied 346, Strophe 1 und 4. Anschließend beten wir zusammen das Vaterunser-Gebet und ich spende den Segen und für all das können die, die mögen, aufstehen. So beten wir in den Worten, die Jesus Christus uns geschenkt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.